Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem Angespielt von Ixion beziehungsweise dem Prolog zu Ixion, einem Spiel, das im Jahr 2022 erscheinen soll. Es handelt sich hier um ein Strategiespiel, in dem die Menschheit mal wieder den Bach runtergeht, aber wir die Möglichkeit haben, durch die Kontrolle über eine Raumstation die Menschheit in eine neue und vielleicht bessere Zukunft führen zu können. Da bin ich schon lange sehr gespannt drauf, das Spiel, und freue mich, dass ich jetzt die Möglichkeit habe, hier auch mal einen Blick reinzuwerfen. Persönlich von der Beschreibung her erinnert es mich ein ganz kleines bisschen an Frostpunk. Mal gucken, ob es dann auch wirklich Frostpunk im Weltraum werden wird. Ich denke mal, schwere Entscheidungen stehen uns auf jeden Fall hier stehen hier auf jeden Fall an. Ja, es wird eine Mischung aus Strategie-Taktik-Spiel sein, wenn ich es richtig gesehen habe. Vielleicht auch ein bisschen Factory-Building. Wir werden es erleben und ich starte jetzt mal ein neues Spiel. Das können wir hier, glaube ich, weder anhalten noch speichern in dieser Version. Aber das soll uns mal nicht daran hindern, hier einen gemeinsamen Blick reinzuwerfen. Der Rechner ätzt mal wieder am Limit, aber es ist ja hier auch noch nicht die endgültig optimierte und fertiggestellte Version. Da kann sich noch einiges ändern. Ich hoffe nur wie immer, dass es mit der Aufnahme einigermaßen funktionieren wird. Welcome on board, passengers. Weil
das macht schon mal schwer Laune, was ich hier am Anfang zu sehen bekommen habe. Grafisch als auch soundtechnisch, die ganze Atmosphäre. Shuttle EMV Charon is now docked. Sector 1 empowered and pressurized. Munchie Decontamination Protocol online. Disembarkation authorized. Message to crew members. Welcome on board the Tycoon, property of Dolus Aerospace Engineering Corporation. You will soon be given your assignments, but until then, please continue to wait near the docking bay. We hope you have a productive voyage, and would like to thank you for your contribution towards humanity's future. Administrator, I am Eden, the personal assistant installed on board the Tycoon. In accordance with the Munchie Protocol, I have been designed to take into consideration your complete psychological profile so that I may more accurately respond to any needs you may have. My primary purpose is to ensure the Tycoon's automated systems function efficiently. I will keep track of the tasks that are necessary for you to fulfill your prerogative of reaching Proxima Centauri and carrying out field research, mining operations, manufacturing protocols, and Dolus colonization tests. Okay, einiges, was wir hier zu tun haben. Wir sind offensichtlich der Administrator der Station und eine KI steht uns zur Seite. Und wenn ich das in den Trailern richtig gesehen habe, gilt es zunächst, die Station so weit vorzubereiten, dass wir losspringen können. Es wurde ein neuer Antrieb erfunden und wie ich jetzt durch die KI erfahren habe, geht es nach Proxima Centauri. Da unten läuft auch schon fleißig der Balken, wo ich auf Next Discussion klicken kann, um ein Tutorial offensichtlich fortzufahren oder einfach abwarten kann, bis der Balken voll ist. Aufgrund der Lautstärkeverhältnisse nutze ich hier immer mal zwischendrin die Möglichkeit, etwas zu erzählen. So, was wir hier sehen, okay, das ist dann wohl die Ansicht, der innere Ring der Station, Sektor 1. Bin mal gespannt, das Spiel laufen soll auch noch nicht so ganz stabil laufen, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Ich werde mich sehr genau an das Tutorial halten, da haben die Entwickler auch nochmal darauf hingewiesen, dass man dem auf keinen Fall vorweggraufen soll, weil das zu zusätzlichen Problemen führen kann. Administrator, I wanted to introduce you to your first tasks personally. I'm Dolos' Cryonics Lead. Marduk Council Member Giovanni Battista. So, let's see. Your first objective will be to begin setting up essential infrastructure aboard the Tycoon, meeting the environmental conditions that are required to support your crew. Fantastic. Having laid these foundations, you will then oversee the installation of the Vol engine and perform a short test jump to Proxima Centauri. Upon arrival, your research teams will carry out a brief survey of local space, gather a few rock and coal dust samples, fire up the colonization protocol, begin building the foundations for mankind's future, yada yada yada. And then you'll come back. Das hört sich ja einfach an. Now, in order to achieve this, you'll need to familiarize yourself with the Tycoon's core functions. It's no big deal. There's the production, stockpiling and distribution of resources, construction, balancing of power output with allocation. Oh, and space exploration, you know, setting out expeditions and all that. Basically, everything needed to establish scientific advancement and harmonious autonomy on board the Tycoon following the first test of its Vol engine. Eden's gonna display and keep track of your main objectives. Oh, and Administrator, don't let the position go to your head. Vanir has insisted to center Dolos' focus on the Tycoon. But this mission is just in preparation for our next project, the Protagoras. The Marduk Council worked damn hard to pull this mission together ahead of schedule. So, toe the line, do as you're told, and bring the Tycoon back in one piece. Leave the grand gestures and saving of mankind from ecosystemic destruction to us, okay? One last word of advice. We don't all think like Vanir Dolos. As of yet, no human law has been officially established amongst the stars. That sounds like an opportunity knocking to me. Das hört sich ja alles ganz einfach an. Ich denke aber mal, ja, die große Entscheidung soll ich anderen überlassen.
Ich denke, dabei wird es nicht bleiben. Sowas haben wir. Die haben die Rumpf integriert. Wir haben Vertrauen. So, Basislager bauen. Bauen einer Werkstatt. So. End of Discussion. So, Tutorial-Ansichten. Okay, drei verschiedene Spielansichten. Die Innenansicht, die Außenansicht und die Planetensystemkarte. Emulationskarte in der unteren rechten Ecke kann die Ansicht gewechselt werden. Oder mit F1, F2, F3. Innenansicht, Außenansicht, das machen wir gleich mal. So, wir haben die Kamerasteuerung. WASD oder mit gedrückter rechter Maustaste. Reinzoomen, rauszoomen, mit Q und E rotieren. So, die Gebäude. Übersicht, Bau, Montage, Straßen. Gut, weiß nicht, ob wir das jetzt mal alles lesen müssen. So, verschiedene Sektoren, Ressourcenmanagement. So, also Sicht 1, F1. Sicht 2. Okay, kann man mit der rechten Maustaste drehen, kann man zoomen. Sieht schon echt cool aus, aber man kann auch einfach zoomen, bis man in die Innenansicht rein oder wieder rauskommt. Ein bisschen näher ran geht auch noch. Das wird F3. Okay, die Erde. Unser Sonnensystem. Der Wohlantrieb. So, also zwischen 2 und 1 kann man zoomen, zwischen 3 und 2 kann man nicht zoomen. So, baue eine Werkstatt. So, die Tikon-Innenansicht. Ich kann aber Pause machen, ne? Also das geht doch. Ich kann scheinbar nur nicht speichern. Okay. Das ist im Prinzip ja diese Rundung. Hier gibt es noch nichts. Da sind wahrscheinlich weitere Sektoren, die man einbauen kann. So mit Q und E. Das Ganze drehen. Das geht, wie erwartet, auch mit gedrücktem mittleren Mausknopf. So, was ist das denn hier alles? Vorräte. Vorräte, Vorräte, Vorräte. Es gibt so ein paar Sachen, auf die man unbedingt achten muss hier. Zum Beispiel wurde gesagt, man braucht überall Straßen. Aber wenn man jetzt irgendwie noch nicht verbundene Straßen abreißt, wie das hier zum Beispiel zum Start, dann stürzt irgendwie das Spiel ab. Also da scheint es noch einiges zu tun zu geben. So, das blinkt uns schon hier so an. Ja, ich habe es gesehen. Gebäude, Bauwerkzeug. So eine Werkstatt soll ich bauen. Also ich würde ja jetzt auch schon mehr bauen, ne? Zacki, zacki, alles was geht. Aber nach diesem dringenden Hinweis, nicht schneller zu sein als die Tutorial-Anweisung, werde ich mich da auch mal genau dran halten. Also, die Werkstatt. Kann ich überall bauen, wo Straßen sind? Obwohl diese Straßen ja noch nicht mit der Hauptstraße verbunden sind, scheint das egal zu sein. Also ich nehme mal an, dass die Gebäude nur mit entsprechenden Materialien verbunden sein müssen. So, man kann die drehen. Und da, wo die Pfeile dran sind, das kennen wir schon von Sphere Flying Cities, die müssen wahrscheinlich an eine Straße ran, oder? Nö, im Grunde ist das egal. Oder das ist wahrscheinlich der Output, da kommt wahrscheinlich das Ergebnis raus hier. So, zum Betrieb benötigt der Sektor eine Halde, die ich jetzt auch gratis errichten kann. Gut. Baue ich auch mal mit hier dran. So, was jetzt? Tutorial Ressourcen. Ich hoffe, es wird nicht zu komplex. Also bis jetzt ist es ja alles noch ganz übersichtlich. Ihr wisst ja, der alte meiner Monitor, wenn es zu kompliziert wird und er sich zu viel merken muss, bekommt er irgendwann Schwierigkeiten. Aber zunächst mal ist die Thematik sehr interessant und das Setting sehr interessant. Hier mit einer ganzen Raumstation unterwegs zu sein. So, also Legierung für Gebäude und Tikon-Wartung, Polymere für Raumschiff und Solarmodule, Elektronik für Nahrung, Kryokapseln. Muss man sich dann angucken, wenn es soweit ist. Gewisse Sachen können umgewandelt werden in andere Ressourcen, soweit auch nichts Unbekanntes. So, Halden können nicht direkt mit einem anderen Sektor interagieren. Da muss man halt noch irgendwie gucken, dass Ressourcen transferiert werden. Momentan haben wir ja hier aber auch nur einen Sektor zu betreuen. So, Dolos hat Vorräte auf Tikun. Tikun ist der Name der Raumstation zurückgelassen, um den Bau abzuschließen. So, um Vorräte zu ernten, muss eine Ressource für eine Halde ausgewählt werden.
Transporter und Ressourcentransporter bringen die Vorräte zur Halde, bis die Quelle erschöpft ist. Ressourcentransporter. Rote Transporter, gelbe Transporter. Okay, rote Transporter innerhalb eines Sektors, gelbe, um zwischen den Sektoren zu agieren. Okay, ich lasse mal weiterlaufen. Kriege ich doch bestimmt eine Anweisung, was zu tun ist, oder? So, der Ressourcentyp, der Halde zugewiesen ist. Okay, werden denn da jetzt schon Ressourcen hingeliefert? Also ausgewählt ist ja offensichtlich Stahl, oder was ist das hier? Gebäude, Nahrung, Gesundheit, Fabriken. So, muss ich denn Zyklus 15? Achso, verbinde die Werkstatt mit einer Straße. Lasse die Halde Legierungen lagern. Ist das schon mit einer Straße verbunden oder nicht? Straßenbauwerkzeug. Oder muss ich das doch hier hinbauen? So, habe ich angeklickt. Und jetzt soll das Ding Legierungen lagern. Select Resource Type, Legierung. Okay. Also konnte ich es da zwar bauen, war grün, aber ich hätte das Ganze doch andersrum irgendwie. Naja. Und dann kann ich ja auch hier, ich weiß, ich soll dem Ganzen nicht viel vorgreifen, aber da kann ich ja hier auch schon mal noch eine Straße hinbauen. So, verbinde die Halde mit einem Vorrat. Achso, hier ist der Vorrat. Da muss ich da auch noch eine Straße hinbauen, oder? So, hier ist Legierung gelagert. So, hier sind die roten Roboter. Sammle 40 Legierungen. Also das soll ja jetzt automatisch gehen, wenn ich das richtig verstanden habe. Wir machen das hier alles ganz in Ruhe. Das soll doch automatisch jetzt funktionieren. Brunnen. Na, noch sagt mir das Tutorial nicht, dass ich das machen soll. Okay, ich habe jetzt nichts gemacht. Das läuft hier schon scheinbar jetzt automatisch. Es dauert eine Weile, bis es anläuft, offensichtlich. Ich könnte das hier natürlich auch noch alles verbinden, ne? Komm, das schadet ja nicht, oder? Okay, irgendwie so. Da baut er. Wobei das jetzt wiederum nicht so hübsch aussieht. Aber gut, jammern auf hohem Niveau. Warten wir es mal ab. Ich bin ja großer Freund von Wuselfaktor. Das sieht irgendwie seltsam aus. Hier laufen nämlich Arbeiter noch rum. So, ich sammle aber keine Legierung. Das ist aber alles hier verbunden, ne? Hier ist was anderes drin.
verbinde auch einfach mal alles miteinander hier. Wird schon nicht schaden. So, das ist miteinander verbunden, das ist verbunden. Das geht nicht. So, da steht was im Weg. Ach ja, jetzt kommen die Materialien an. Volle Pulle. Ist das gut, dass ich die Straßen hier noch verbunden habe? Weil da kommen die Fahrzeuge her. Gut, so ganz kann man sich dann doch nicht auf die Tutorial-Anweisung verlassen. So, was fehlt hier noch? So, du musst noch ran. Können wir hier noch anschließen, dich können wir hier noch anschließen. So, das müsste jetzt aber reichen. Ressourcen. Wahrscheinlich ging es auch schneller, wenn ich mehr von diesen Geräten hätte, aber nein, nicht im Tutorial vorgreifen. So, Vertrauen in die Administration. Was geht bis zur Meuterei? So, wenn die Rumpfintegrität auf Null ist, dann fliegt wahrscheinlich das, die Station in die Luft nicht wahr. So, hier sind noch weitere Ressourcen. Gut, das kriegen wir schon irgendwie gebacken. Geht es ja erstmal darum, die Basics zu lernen. Fahren die denn immerhin, diese Fahrzeuge? Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Wir müssten ja gleich nochmal wiederkommen. Was ist das hier? Aktueller Energieverbrauch. Okay. 19 von 60. Gut, muss man auch im Auge behalten. Soweit auch nicht unspektakulär. Das kennt man ja. Aber woran liegt es, dass es jetzt nicht weitergeht? Hier irgendwas falsch? Obdachlose im Sektor. Ich würde ja gerne Wohneinheiten bauen, ne? Weiß ich von 100 aktiv. Oder ist irgendwie Mittagspause? Sektor locked, okay. Und dann kann man wahrscheinlich nach unten auch noch weitermachen, wenn man einmal rund ist, ne? Nehme ich mal an. So, die Andockbucht. Docking-Plattform. Construct-Bergbauschiff. Frachtschiff. Ah, das ist die Bauwarteschlange. Forschungsschiff. Okay, jetzt müssen jeweils 5 Leute in ein Schiff rein. Okay, ich will ja hier noch niemanden wegschicken. Wir sind ja noch bei der Erde. So, erwartet Befehl.
Gebäudespezialisierung Industrie. Ist eingeschaltet. Warte mal, er. Was hat er denn hier für einen Weg eingezeichnet? Ins Nichts. Warum geht das hier nicht mehr weiter? Habe ich das Spiel schon gleich zu Beginn kaputt gemacht? Ich merke schon, das wird ein extra langes angespielt. Das angespielt muss ja wenigstens so weit gehen, dass ich ein Urteil über das Spiel fällen kann. Das können wir hier noch machen. Flottenmanagement. Uiuiui, Mining Ships, Cargo Ships, also abbauen und Transport. Alles kann man nicht abbauen, logisch, Nahrungsmittel muss man produzieren. Bevölkerungsmanagement geht noch nicht, Ressourcenmanagement geht nicht. Datenabhörsystem geht auch nicht, Technologiebaum geht auch nicht. Hier ist alles optimal offensichtlich. Trotzdem geht es nicht weiter. Ja, ich würde gerne was gegen die Obdachlosen tun. So, Andockbucht. Nahrung, Speisesaal, Gesundheit. Na, da brauche ich Legierungen dafür, ne? Oder? Beherbergt bis zu 15 Bürger. Ich baue einfach mal ein so ein Wohnding. Vielleicht geht es dann weiter. Gut, egal. Okay, jetzt fahren die hier gleich wieder los. Ich habe auch Ressourcen verbraucht. So, was jetzt? Bringt ihr jetzt Ressourcen dahin, wo sie gebraucht werden? Baut er das Gebäude und bringt mir dann bitte neue Ressourcen zurück. Okay, die müssen gar nicht zurückfahren. Auch interessant. Die fahren hierher, verschwinden gleich wieder. Das ist dann nicht ganz so realistisch. Die werden darüber gebeamt, aber na gut, wenn sie rüber gebeamt würden. Vielleicht fahren sie auf der Außenhülle zurück. In hohem Tempo. Ich weiß es nicht. Lasst mir auch gerne mal eure Meinung zu dem Spiel, vielleicht wenn ihr noch eine Weile geguckt habt, in den Kommentaren wissen. Ich habe große Erwartungen in das Spiel gesetzt, seit es angekündigt wurde. Muss ich sagen. Ich hoffe nicht zu viel. Am Ende ist natürlich auch immer eine Preis-Leistungs-Frage. So, jetzt kommt der Arbeiter aus der Fabrik gefahren. Mal so langsam aber sicher versteht der DAX auch das System dahinter. So, wo ist er? Da ist er. Und baut. Der Balken fühlt sich wie bei einem guten alten Echtzeit-Strategiespiel. Gut, das wird hier mit Energie aufgefüllt. Die Ansicht ist praktisch. Ja, aber nicht so ganz so detailreich, wie es mir gefallen würde. So, jetzt habe ich so ein Wohngebäude gebaut. Ich habe weniger Obdachlose. Ach Gott, hier noch alle namentlich hier aufgelistet. So, neuer Zyklus ist angebrochen, oder? Oder bricht gleich an? Oder was hat hier geblinkt? So, warum? Kommen hier keine weiteren Transporte an? Oder ist es, weil ich schon zu viele Gebäude verbunden habe? Ich könnte hier auch noch einen Weg rumbauen.
Achtung, da kommt der Arbeiter wieder. Vielleicht hilft das ja was. Ja, sogar Zebrastreifen gibt's. So, ja, hier. Sektoren, Ressourcen. Lager, Transport. So, rote Transporter. Hier kann ich die scheinbar nicht bauen. Was denn hier? Kann ich irgendwo einen roten Transporter denn bauen? Mit Wissenschaft zur Erforschung und Freischaltung neuer Gebäude und Verbesserungen. Oder muss ich noch eine Halde bauen? Kann ich mir auch nicht vorstellen. Was ist, wenn ich die außen wieder einschalte kurz? Aus. Ich bin minimal überfragt. Was haben wir hier? Die Tico- und Innenansicht, Außenansicht. Sektor 1, 2, 3, 4, 5, 6 gibt es wohl höchstens. Sektor Batterienleistung. Tja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich gucke mal, ob ich irgendwie mal zwischendurch eine Aufnahmepause hier mache. Schalt euch wieder dazu, wenn es weitergeht. Mal gucken, vielleicht finde ich ja noch raus, wo das Problem liegt. So, nachdem sich jetzt eine Weile nichts getan hat, werde ich mal wahnwitzigerweise versuchen, hier eine Halde, noch eine zweite, hinzubauen. Listen, ich habe gerade eine Nachricht bekommen, da war was von Listen. Mal gucken, ob das irgendwas bringt. So, jetzt fahren die hier wieder raus, bringen Material her. Ich verbrauche mein letztes Zeug. Drückt die Daumen. Wenn das jetzt nicht funktioniert, dann weiß ich es auch nicht. Da beenden wir das angespielt an dieser Stelle. Wahrscheinlich ist auch der Nutzer vor dem Rechner zu dumm. Das liegt bestimmt nicht am Spiel. Das kann doch nicht einfach an so einem frühen, an einer so frühen Stelle haken, oder? So. Legierung. Okay, der Versuch war scheinbar für den Popo. Oder ich muss einfach noch ein bisschen warten. So wie das bei der ersten Konstruktion auch der Fall gewesen ist. So, ich habe mich entschlossen, einfach nochmal von vorne anzufangen. Und vielleicht, das wäre aber sehr seltsam, ne? Also dass man es wirklich so dermaßen wörtlich nehmen muss, das Tutorial, dass es nicht mehr weitergeht, dass ich vielleicht auch keine zusätzlichen Wege hätte bauen dürfen oder sonst irgendwo was. So, aber irgendeinen Weg brauche ich ja. Irgendwo kommen ja diese Roboter raus, ne? Also diesen Weg bauen wir. So, und dann baue ich die Werkstatt. Mal gucken, wo baue ich es denn hin? Ein bisschen Weg brauche ich ja. Baue ich hier noch ein bisschen Weg runter?
Und so, wir bauen die Werkstatt. So, hierher. Jetzt habe ich die zu weit weggebaut, oder? Gut, nicht schlimm. So, die Werkstatt. Die Halde, wissen wir schon, dass wir die brauchen. So, direkt hierher mit. Bin ich mal gespannt, ob das jetzt so funktioniert. So, warum kann ich das Stück Weg hier nicht bauen? So. Und auch hier. Also, damit da wirklich alles miteinander verbunden ist. So, und du bekommst das hier. Jetzt müssen die da oben rausgeflitzt kommen. Und bringen, aus dem Basislager bringen die das. Wo genau kommt das Material jetzt her? Oder hatten die vielleicht Wegfindungsstörungen, weil ich das zu weit weggebaut habe? Jetzt scheint es zu funktionieren. Ach, da muss ich mich ja fast entschuldigen für meine viele Geduld, die ich hatte. Die uns alle zu sehr strapaziert hat. Aber jetzt geht es trotzdem wieder nicht weiter bei 30 Ressourcen. Ich werde zum Hirsch. Allgemeines Kompendium. Oder muss ich die einmal anklicken, hier die Sachen, damit es weitergeht? Mach. So, alles einmal angeklickt. Das wäre auch zu einfach gewesen. Warum geht denn das wieder nicht weiter? Oder müssen... Kann das sein, dass das nur Rohstoffe sind, die hier noch... die wir mitgebracht haben und so auf diese aktuelle Art und Weise gar nicht an die... so Ressourcenvorrat zur Abholung bereit. Ach, da klickst du auf der... Oh, Mann. Da muss doch erstmal drauf kommen. Du denkst, das ist alles miteinander verbunden und läuft automatisch. So bescheuert einfach. Ja, da habe ich mich jetzt, da hältst du dich einmal zurück auf Anweisung. Wer mich kennt und meine anderen Videos gesehen hat, weiß, manchmal bin ich zu langsam, geht nicht. Manchmal mache ich das Tutorial, wie es ist, funktioniert nicht. Oft bin ich aber schneller als das Tutorial, funktioniert auch nicht. Irgendwas machst du immer falsch. Und jetzt habe ich mich einmal direkt an den Entwickler gehalten. Ach so, das ist so wie bei einem Echtzeitstrategiespiel. Da sind die Ressourcen, liegen irgendwo rum. Das sind gar keine Lager. Auf Dauer, mit denen ich ein- und auslage, sondern es sind einfach Ressourcenspots zum Abbauen, ja? Anklicken und wohlfühlen. So, eingehende Übertragung, Beine übersehen. Telefon. Administrator, I have established a connection with Dolus' lead data scientist, Emma Klein. Ja, okay, dann stell mal durch. Administrator. Mr. Dolos has made it abundantly clear when it comes to security. Given the importance of the Tycoon, we must have full control over what is happening inside the station. My name is Emma Klein, Dolos's lead data scientist and member of the Marduk Council. My department have just completed final synchronization between Eden and our data treatment tool, the DLS. The DLS, or Data Listening System, is capable of scanning, recording, and parsing exchanges of any kind. The DLS programming that is a part of Eden will filter all data collected and bring to your attention only the most relevant information. It will also provide you with a condensed overview of any situations that may arise and formulate potential future outcomes. It will permit you to give direct orders without having to go through additional unnecessary paperwork. Eden will then take care of everything via their DLS accreditation. As is often the case with tools produced by my department, I think you'll find that once you start using the DLS,
You'll never be able to do without it. Oh, and before I let you go ahead and start writing history, Dr. Munshi, our lead medical expert, wanted me to bring to your attention a possible side effect of vole jumping. Whilst there's a correlation between prolonged space travel and the development of early onset dementia, he believes that a vole jump has the potential to accelerate this process, although this is yet to be proven. His recommendation is for you to immediately send any crew members that are exhibiting uncharacteristic or symptomatic behavior to an infirmary, as these facilities are equipped to treat the mind as well as the body. Remember that all of your actions and choices are being recorded by Eden. We are not affiliated with any national or even international organization. The only people that you are answerable to are those of us who sit on the Marduk Council, who represent the collective interests and ambitions of the company. Na toll, Demenz. Riecht Demenz. Gibt's ja gar nicht. Bei seinem Sprung. So, Lösersereignis, gemeinsames Mahl in Halde. Klein. Was meinen die denn? Irgendwie eine Küche oder was? Und ich habe ein System der totalen Überwachung, was gerade aktiviert worden ist. Da wir ja keinem Staat und niemandem Rechenschaft schuldig sind, bin ich nur dem Rat verbunden hier, der für diese Station und dieses Projekt zuständig ist. Der eine hat schon gesagt, machen Sie nur, was wir sagen. Hier, die sagt mir, alles wird überwacht und jetzt kriege ich nach dem Sprung noch Demenz oder was. Na, vielen Dank, Emma. So, Ereignis verfügt. Administrator, die Tikun-Besatzung verfügt derzeit über keine Möglichkeit, Nahrungsmittelvorräte aus den Lagern zu holen. Die Analyse zeigt eine bevorstehende Krise aufgrund des Zustroms hungriger Besatzungsmitglieder. Die Unfallrate wird voraussichtlich um 64,7% steigen. Das ist eine sehr genaue Schätzung. Nikons Theorien zum sozialen Ökosystem legen nahe, dass in einem stellaren Lebensraum Speisesäle zur Rationierung und Verteilung von Nahrungsmitteln genutzt werden können. Eine Verpflichtung zur Bereitstellung von Nahrung für die Besatzung würde Ihre Position als kompetenter Administrator bekräftigen. Ja, natürlich, machen wir. Was habe ich davon, wenn ich den Leuten nichts zu essen gebe? Ach, das ist das von dem Datenabhörprotokoll. Ach so, Informationen, über was die Leute sich so unterhalten. Ich verstehe. So, Nahrung. Ein Speisesaal. So, her damit. Dieses Gebäude ist nicht mit einer aktiven Halde mit den benötigten Ressourcen verbunden. Okay, ich brauche dann wohl eine Halde für Lebensmittel, oder? Das kriegen wir hin. Halde. Brauchen wir hier hin. Hier bauen wir ab. So langsam komme ich in den Flow, was das Spiel angeht. Hat ja auch lang genug gedauert, würde ich sagen. Im Grunde müsste man sich hier schon genau von Anfang an überlegen, was man wohin baut, um den Platz optimal zu nutzen. Oh, es sinkt gerade. Ich dachte, oh, hast du was falsch gemacht, dass es gleich abstürzt? Zum Glück nicht. So, nächste Bewirtung in 0,1 Zyklen. 1 pro Besatzungsmitglied, 8 pro Bewirtung, was? Um alle zu verpflegen. Achso, bereitet alle 0,5 Zyklen 10 Nahrung. So, warum bist du rot? Okay, mit einer Halde verbunden sein. Das machen wir jetzt. Keine Sorge. Sobald die Halde fertig ist. So, was möchte ich denn? Ich möchte Nahrung. Sollst du sammeln. Wie viel passt da rein? 100. Wenn ich da jetzt draufklicke, ist die Abholung bereit.
Ach, da sind die Transporter sogar grün. Das versehen, dass Nahrungsmittel drin sind. Sehr schön. Verpflege 200 Bürger. Habe ich denn überhaupt 200 Bürger? Ich habe doch nur 85. Na gut, du meinst natürlich 200 Portionen. Ich würde jetzt gerne Häuser bauen. Aber ich lasse es erstmal. Läuft. Es fängt an, Laune zu machen. I have an incoming transmission from Marduk Council Member Henry Bargeville. Ja, Ratsitz. Gerade jetzt fuscht mir wieder so ein Ratsmitglied rein. Henry Bargeville. Bonjour, Administrator. What a wonderful day to embrace our fate, don't you think? I'm Henri Bargeville. Writer, philosopher, lobbyist, but most of all member of the Marduk Council. I have taken the liberty of personally arranging an exchange out of courtesy with the Oshanabi, a ship in high orbit belonging to one of our commercial allies, the Ashtangites. Even so, they are a small organization. The Ashtangites are important partners who share the same pragmatic, moralistic, and spiritual outlook as we do. The Oshanabi will provide us with a source of food while carrying out the Tycoon's initial testing. By making it the first exclusive trade partner of the Tycoon, we will demonstrate to our long-term allies that Dolos wishes for them to share in our successes. Please assign a cargo ship so that we can check the trade routines. Administrator, trust in genetic kinetics. Self-similar space will reveal the pattern. Okay, wird es hier schon esoterisch. Vertrauen Sie auf den genetischen Cornatus, der selbstverständliche Raum wird das Muster offenbaren. Auf jeden Fall irgendeine Gruppierung stellt uns Nahrungsmittel zur Verfügung für den Anfang. Das ist schon mal gut. So, das Erkundungstutorial. Die Interaktion auf der Planetensystemkarte. Okay, achso, die Oshanabi. Keine Ahnung, ob das eine außerirdische Rasse ist oder irgendein teutonischer Indianerstamm. Keine Ahnung. So, Verluste von Teammitgliedern. Da. Okay, warte mal. Machen wir mal Pause. So, erstmal muss ich ein Frachtschiff bauen. Ich baue ein Frachtschiff und ein Forschungsschiff. Quartiere, ja. Das wusste ich schon vorher. Einige Satzungsmitglieder verfügen über kein Quartier zum Wohnen. In der Geschichte der Menschheit war es unnötige Obdachlosigkeit immer ein Indikator für den Verfall der Zivilisation. Wiederholen Sie die grundlegenden Fehler der Menschheit nicht an Bord der Tycoon. Jetzt blast das Ganze mal nicht so auf. Noch ist es nur ein Raumschiff. Garantiere den Bau von Quartieren für die Besatzung in 12 Zyklen. Ablehnen. Es gibt dringenden Ressourcenbedarf. Und die Entscheidung hat wahrscheinlich eine Auswirkung auf das Vertrauen und irgendwann kommt das dann zu einer Meuterei. Da sind wir schon wieder tatsächlich, wie ich will es mal nennen, dem Frostpunk-Faktor. Wie, ihr guckt das hier und kennt Frostpunk nicht, dann schaut da auf jeden Fall mal eine unendliche Anzahl von Videos auf meinem Kanal rein. Das ist sehr lohnenswert und uns steht ja auch der zweite Teil des Spiels hoffentlich bald bevor. So, ich garantiere das. Genau wie bei Frostbank kann ich jetzt auch nicht hier gerade nochmal meine Ressourcen checken, ob ich das wirklich packe. So, aber jetzt. Dann machen wir denen ein Wohnghetto. Pass mal auf. 85. So, in 1 gehen 15. 15, 30, 45, 60. 75, 90. Also 6 Stück. 6 Stück muss ich bauen. Dann machen wir mal. Das machen wir mal. So, 1, 2,
4, 5, 6. Ich weiß, das geht alles nicht. So, und verbinden tun wir euch hier. Muss erstmal weiterlaufen. Die Wohngebäude sind jetzt erstmal wichtiger als alles andere. Huch! Achso. Ich hab mich schon erschrocken. Ich dachte hier, mein Lager wäre in die Luft geflogen. Läuft, läuft, läuft. So, genug Material ist da. So, ich brauche ein Frachtschiff und ein Forschungsschiff. Ne? So. Ein Frachtschiff und ein Forschungsschiff. Frachtschiff. Ach, das braucht hier Wissenschaftsgedöns. Warte mal. Da brauche ich noch ein Lager. Was ist denn da gelagert? Polymer. Polymer brauche ich dafür. Okay, also, kleine Halde, die Polymer sammelt. Okay, man bekommt dann auch nicht mehr alles angezeigt. Ich denke, ich schlag mich hier ganz gut, oder? Wenn ihr das auch denkt, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Kann ich das auch irgendwie priorisieren? Vorbaupriorität. Das ist auch gut gelöst. Würde ja bedeuten, nach dem Haus hier. Ah, es geht sofort los. Sehr schön. So, wann wird's gebaut? Ach ja, gut, wahrscheinlich, wenn das Haus fertig ist, muss ich den ganzen Weg zurückkommen. So, dann mal gucken, was wir hier hinbekommen. An dieser Stelle ganz unorthodoxerweise ganz viele liebe Grüße an den harten Kern, mit dem ich gerade zwischendurch noch zugange war. Hat nichts mit dem Angespielt zu tun, aber musste an der Stelle mal sein. Ihr seid die Besten. So, bauen. Bauen und abbauen. So, hier ist das neue Gedönsrad. So, dann bauen wir hier Polymer ab. Und zwar alles, was wir haben. Nein, nicht ganz alles, was wir haben. 50 und 40 sind 90. Das passt auf jeden Fall alles komplett in der Gerät.
Der Wohnraum wird auch weitergebaut, sodass ich mein Versprechen hier einhalten kann. So, 60 gehen noch rein. Auch machen wir mal die 45 ab. So, jetzt können wir hier auch schon bauen. Ein Frachtschiff und ein Forschungsschiff. Ein Frachtschiff. Und ein Forschungsschiff. Ich könnte eigentlich auch schon ein Bergbauschiff bauen, aber das ist ja nicht verlangt. Also warten wir an der Stelle. Ui, da geht der Hangar auf. Und gleich wird irgendwann gebaut. Geht schon los. Der Hangar baut selbsttätig offensichtlich. Und verschluckt das Schiff. Weiteres Material wird angeliefert. Ja, läuft, würde ich sagen. Zyklus 33. Ach so, ein Zyklus ist die Umdrehung einer Station. Kann ich das denn auch sehen? Tatsächlich. Tikun, die Station. Boah, das könnte ein mega heftiges Spiel werden, wenn jetzt hier das auch noch in die Breite oder in die Länge ausgebaut werden kann. So, Weltrauminteraktion. Ressourcen für die Tikun zu geben, benötigst du eine Flotte. Sie besteht aus Frachtschiffen, die Ressourcen transportieren und Bergbauschiffen, die Ressourcen extrahieren. Deine Flotte agiert teils automatisch und benötigt Befehle, um zu handeln. Du kannst Frachtschiffe anweisen, bis zu 3 verschiedene Ressourcen mit unterschiedlicher Priorität zu sammeln und ein Bergbauschiff beauftragen, jeweils eine Ressource zu fördern. Na gut, da kriege ich ja gleich offensichtlich Lebensmittel. Das zweite Schiff ist fertig. So, das Frachtschiff über das Flottenmanagementfenster Nahrung holen. Also das Frachtschiff holt Nahrung. Ist das so einfach? Tatsächlich. Löse das ein Mondereignis. Warte mal, sehe ich das jetzt hier irgendwo? Und was ist das Mondereignis? Verlassenes Basislager. Zusammenfassung der Informationen des verlassenen Basislagers. Die Basis ist außer Betrieb. Hilfssysteme sind funktionsfähig und können die Energieversorgung wiederherstellen. Es besteht eine durchschnittliche Wahrscheinlichkeit, Ressourcen zu finden. Okay, und wie kriege ich da jetzt ein Forschungsschiff hin? So, lass mal gucken. Das Forschungsschiff ist hier nicht drin. Wie geht denn das? Science Ship. Okay. Science Ship zum Mond. Okay, unsere Station ist bei der Erde. Na, gucken wir mal, ob das so funktioniert. So, Forschungsschiff ist am Zielort. Und jetzt? Der Antrieb muss noch gebaut werden. Sonden kann ich starten. Das erinnert mich auch irgendwie an Reunion. So ein bisschen. Wenn ich daran denke, verknüpfe ich euch das auch in der Infobox. Ansonsten schaut gerne mal auf meinem Kanal. So, verlassenes Basislager. Zusammenfassung der Informationen des verlassenen Basislagers.
Die Basis ist außer Betrieb. Hilfssysteme sind funktionsfähig und können die Energieversorgung wiederherstellen. Es besteht eine durchschnittliche Wahrscheinlichkeit, Ressourcen zu finden. Übertragen von der Oxford. Wir haben die UNO-Basis anhand der angegebenen Koordinaten. Ach, eine UNO-Basis. Die ist verlassen und drucklos, aber das Videoüberwachungssystem ist noch in Betrieb. Erwarten Befehle. Nutze die Sicherheitslücke aus. Das Team der Oxford-Hacks hat das Überwachungssystem vertrauliche wissenschaftliche Daten abrufen. Da könnte es dann Wissenschaftspunkte geben. Oder demontiere das Lager. Könnte Wissenschaftspunkte und Forschung geben. Und Material. Ich nutze aber mal die Sicherheitslücke. Vielleicht bekommen wir da noch irgendwas Interessantes zu sehen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ja, Ixion, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wenn ihr diese und solche Videos nicht verpassen wollt, dann abonniert doch gerne den Kanal und klingelt das Glöckchen, damit ihr eine dementsprechende Push-Benachrichtigung bekommt, wenn es soweit ist. Okay, es wurde etwas abgeschlossen. So, ist am Zielort eingetroffen. Mission abgeschlossen. Zusammenfassung der Informationen des verlassenen Basislagers. Die Basis ist außer Betrieb. Hilfssysteme sind funktionsfähig und könnten die Energieversorgung wiederherstellen. So, da. Nutze die Sicherheitslücke aus. Hacking läuft. Übertragung von der Oxford. Wir haben uns wie befohlen in die Computersysteme gehackt und diverse relevante Forschungspapiere und Datensätze gefunden. Okay. Forschungsgedönsrat. Datenabhörprotokoll fortsetzen. Okay. Und dann, okay. Es war keine Wahl entweder oder, sondern ich kann beides machen. Gut, da ist keiner mehr. Dann demontieren wir das jetzt auch. War vielleicht, war wahrscheinlich gut, dass wir es so gemacht haben, weil wenn ich erst demontiert hätte. Dann hätte ich wahrscheinlich sonst nichts mehr gucken können. So ähnlich. So, Lebensmittel. Das passt alles. Ich bekomme regelmäßig Nachschub. Okay, nehme ich mal an, dass das automatisch funktioniert. Löse das Mondereignis. Das dauert jetzt wahrscheinlich einfach ein bisschen, oder? Nein, nicht wegfliegen. Da bleiben. Ach so. Hier wird jetzt sozusagen das Forschungsmaterial abgebaut. Danach fliegt das Schiff. Das Schiff wahrscheinlich zurück, gehe ich von aus. Ja, wenn ich jetzt mal wüsste, wie lange dieser Prolog dauert, ob es sich lohnt, hier eine Miniserie zu starten. Ich überleg's mir. So, fliegst du wieder zurück? So. Hat alle Wissenschaftspunkte erworben. Und jetzt schicke ich dich wieder zurück, oder? Nimm ich jetzt einfach mal so an. Landest du dann wieder auf der Station? So, die Oxford. Löse das Mondereignis. Hm.
Na, also. Das Ding ist so Tikkun. Was ist denn mit dem Mond noch? Warte auf Forschungsschiff. Was muss ich denn noch tun? So, am Zielort eingetroffen. So, gefunden. Datenabhörprotokoll beenden. Wahrscheinlich habe ich nur den letzten Klick vergessen. Ach, jetzt kriege ich nochmal Forschungsmaterial. Eingehende Übertragung. Na, jetzt bin ich mal gespannt. Administrator, I have an incoming transmission from Dolus's Head of Medicine, Dr. Abhinav Munshi. Greetings, Administrator. I'm Dr. Abhinav Munshi, Dolus expert in compartmentalism and medicine, and a member of the Marduk Council. I'm glad to finally meet you, even in this digital manner. Your psychological test results were quite impressive. My friend and colleague, Philip Stanford, couldn't be here today. So I will take the role of introducing you to the final stages of the Vol engine integration. Before we get into that, however, we would like you to complete the testing station's exploration and enhancement capabilities. You'll then be able to begin researching the EVA airlock and assess its compatibility with the Tycoon's core systems. I hope that the work of our team will ensure that you're equipped to deal with most situations you encounter up there. Before I leave you, Stanford would like me to remind you that space is a far less fanciful and forgiving environment than science fiction would have us believe. It would be wise to remember that. Ja, ich werde versuchen, das weise zu berücksichtigen. Vielen Dank. So, Techniklabor bauen. Klar. Boah, was ist das denn für ein Trümmer? Aber, na, ich wollte gerade sagen, passt genau hier hin. Pustekuchen. Genau hier hin, nirgendwo anders. Was für ein Trümmer. So, Technologie und Verbesserungen. So, das Technologielabor generiert Passivwissenschaftspunkte. Gut, das hätte ich schon vorher haben können. Statt die vom Mond zu holen. Doch hauptsächlich kannst du Wissenschaftspunkte durch Weltraumerkundung verdienen. Alles klar, die Erforschung der Technologien erfordert Wissenschaft und Zeit. Verwende deine Wissenschaftspunkte weise. Okay. Gut, jetzt muss der ganze Spaß aber erstmal gebaut werden. So, 75. Ich werde hier mal ein paar neue Verbindungen bauen müssen gleich. Ja, noch nicht. Oder? Ach komm. Mal Gas hier. Noch angeliefert. Jetzt haben wir noch 11. 90, das passt ja. Schaut alles gut aus momentan.
Mal schauen, ob das Spiel im weiteren Verlauf dann auch so entspannt bleiben wird. Ui, nichts mehr da. Delivery on demand, würde ich hier mal sagen. Zwischendurch hängt es auch immer mal wieder kurz. Aber das müssen wir im Spiel liegen, das könnte auch an mir liegen. Also, an meinem Rechner. Dass ich persönlich ab und zu mal in den Seilen hänge, das steht auf einem ganz anderen Blatt und hat nichts mit dem Spiel zu tun, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mal den Antrieb erforschen, oder? Na gut, das Schiff kann ja durchaus beim Mond stehen bleiben. Ach ja, mal, was ist denn beim Mars? Zusammenfassung des Berichts der Mars-Sonde. Über eine Anlage auf dem Mars errichtet, jetzt zerfehlt es in Materialien, um eine kritische Störung in ihrem Sauerstoffsystem zu beheben. Sie haben ein offizielles Hilfeersuchen an Dolos gerichtet. Ich weiß, ich soll dem Tutorial nicht vorgreifen. Was heißt, ich krieg da jetzt hin. Mehr als dass es nicht mehr weitergeht, kann ja nicht passieren. Jetzt müssen wir mal aufpassen hier. Mit dem Energieverbrauch auch. So, die Außenschleuse muss ich erforschen. Und Technologiebaum. Und das machen wir jetzt genauso, wie wir das hier angezeigt bekommen. Technikgebohr, Krankenstation, Anderpunkt, hier, Außenbordschleuse. Braucht 30 Punkte. Und braucht 1,6 Zyklen, bis das Ganze fertig erforscht ist. So, da wird mein Forschungsschiff aber beim Mars früher eingetroffen sein. Oshanabi wurden aufgefüllt. Was heißt das? Ausrufungszeichen, keine Ahnung. So, Marschforschungsschiff ist da. So, sie haben ein offizielles Hilfeersuchen. So beheben sie die Störung im Tausch gegen Ressourcen. Tja, habe ich gerade nicht. Repariere das Sauerstoffsystem im Tausch gegen Forschungsdaten. Die Störung gerne beheben. Ah, aber hier kann ich rausgehen. Also kann ich das erstmal auf die lange Bank schieben. Warum kann ich das nicht machen? Das Material habe ich doch. Ich habe es nur nicht dabei, ne? So. Es wurde noch kein Schiff zugewiesen. So. Ja. Okay, jetzt fliegt er. Fliegt er jetzt wieder zurück oder was passiert jetzt? Oder wird mein Transportschiff dafür jetzt verwendet? Gut, wie dem auch sei. Also Außenbordschleuse wurde freigeschaltet. Jetzt muss ich eine bauen. So, eine Außenbordschleuse, um äußere Strukturen zu erreichen. Boah. Ach, um einen neuen Sektor freizuschalten. Na, das ist ja... Okay, dafür muss ich hier erstmal alles abbauen und den Rest abreißen.
noch ein Stahllager. Eine Stahlhalde. Um den Platz frei zu räumen. Für einen weiteren Sektor. Ich denke mal, dass das so funktionieren wird. So, jetzt war es geforscht. Ich kann was weiter forschen. So, das habe ich ja alles. Oder wo ein Haken dran ist. Sonnenwerfer, Quartier, Speisesaal, Solarmodule. Gut, warten wir mal ab. Weiß, du bist voll. 50, 60, 80, 90. So, Science Ship has completed a task. Was hat es denn gemacht? Okay. Okay, ich habe geholfen. Und das war's wohl. So, was kommt hier? Ist das mein Schiff? Hauptsache, ich werde nicht angegriffen. Ich weiß gar nicht, ob das in dem Spiel drin ist, dass man irgendwann in irgendeiner Art und Weise angegriffen werden könnte. Nein, das ist mein eigenes Forschungsschiff, was hier zurückkommt. So, wie kann ich dann noch Stahl verbrauchen? Ein bisschen. Könnte ich ja noch Sinnvolles bauen? Komm, ich baue die Krankenstation einfach schon mal. Wenn wir die jetzt noch nicht brauchen. Ich mache das einfach nur, damit wir ein bisschen Stahl verbrauchen. Damit ich nicht noch so ein Lager bauen muss. So, die Außenbordschleuse kommt dann dran, wenn hier alles an Material abgebaut worden ist. Das ist ja scheinbar rucki-zucki funktioniert. Zum Glück brauche ich das momentan noch nicht. Das ist schon mal da und der Strom reicht ja auch. Zumindest noch. Und dann müssen wir mal gucken, dieses große Gebäude. So, die Außenbordschleuse. Das hängt gerade wieder. Und die davor drehen, oder? Es ist wahrscheinlich doch nicht, um einen neuen Sektor zu bekommen, aber die Straßen hier müssen weg. So, Straßen und Löschwerkzeug. Okay, jetzt mal einzeln machen. So, nochmal, Außenbordschleuse. Jetzt geht's. Mal gucken, was das wird. Hundert an Material. So, man muss die Straßen bauen. Thank you.
hier. Wir müssten noch alles miteinander verbunden haben, was uns an Ressourcen überhaupt zur Verfügung steht. So, bin ich mal gespannt, wie es dann weitergeht. So, irgendjemand hat hier auch Hunger, ne? Muss ich das etwa manuell machen? So, nee, das Cargo-Ship sammelt selbstständig Lebensmittel. Was heißt das denn hier? 79 Leute haben Hunger, oder? Bei der nächsten Bewirtung aufgelaufen ist. Sieht gar nichts. Außenbordschleuse wird noch gebaut, aber mal. Nahrung, Speisesaal. Lässt sich aber auch nicht sagen, gerade. Wir haben alles, was geht. Jetzt können wir tatsächlich nur noch darauf warten, wie es weitergeht, wenn die Außenbordschleuse fertig ist. So, 74, 85, 90, komm, ich baue mal noch ab. Ich baue auch noch ab. Wer weiß, wie kurzfristig wir es vielleicht brauchen. Die Schleuse ist auch bald fertig. Power supply overloaded. Na toll, Power Supply overloaded. So, jetzt können wir noch Außenkonstruktionen machen. Mittels einer aktiven Außenbordschleuse kann die Besatzung der Tikun der ausgeschützten Verwaltung rumfabrieren und Vorrichtungen wie Solarmodule bauen. Und aufrüsten, um mehr Energie zu erhalten. Ja, das ist ja genau das, was wir brauchen. So, Technologiewohle Antrieb wurde freigeschaltet. Und eine eingehende Übertragung. Jetzt, wo uns gerade das Licht ausgegangen ist. Tja, vielleicht wird uns jetzt zum Verhängnis, dass ich das Krankenhaus gebaut habe. Ich will es nicht hoffen. Gut, ich gehe mal ans Telefon. Administrator, due to insufficient levels of electricity generation, Sector 1's power demand has overloaded. Stanford routines recommend that you construct an external solar panel to boost overall electrical output. Jetzt sterben auch schon Leute. Was startet das Schiff? Nein. Überstunden? Was? Die meisten Gebäude über den Arbeitskräftefunktion. Wenn der Sektor nicht genügend Arbeitskräfte verfügt werden, Überstunden basieren auf der Gesamtzahl der Arbeitskräfte. Energie? Nee. Hohe Energie. So, wo ist mein Sektor? Das kann man von außen leider nicht erkennen. So, lass mal gucken. Solarmodul. Satz 1. Und speziell der Wohleantrieb. Also erstmal Solarmodul. Was kann ich denn bauen? Ich kann bauen klein. 20 und 20 bringt 25. 70 und 70 bringt 40. Das kostet viel mehr, als es mehr bringt. Groß. Achso, ich kann die Module wahrscheinlich einfach nur nacheinander bauen. Ich kann gar nicht aussuchen, wohin mit denen. Fangen wir mit einem kleinen an. So, wie läuft das jetzt hier?
glaube, das dauert nicht allzu lange. Aber warte mal, ich habe eine Idee. Krankenhaus ausschalten. Reicht nicht. Das Ding noch ausschalten, reicht auch nicht. Forschung. Ausschalten. Aber jetzt reicht's, oder? Turn back on. Na toll, dass hier welche durch Hunger sterben. Die Hälfte der Crew ist schon tot. Wird mir denn hier nichts mehr nachgeliefert? Ressourcen zum Abbau. Null. Na toll. Ich kann irgendwo noch Nahrung herkriegen. Von der Erde wäre ja schön gewesen. So, Technologiebaum, Sondenwerfer. Eine Solarmodul-Sektion. Wo komme ich denn jetzt noch irgendwie an Nahrung? Ich habe aber nichts mehr. Da habe ich zu lange getrödelt. Denn 100 an Material. Das Schleusentor weiter forschen gehe. Ich könnte den Sondenwerfer noch erforschen. Kann ich scheinbar nichts tun. Dafür. Okay, das ist fertig. So, 63, 90. Außenkonstruktionen. Achso, der wird dann da hinten dran gebaut. Okay, cool. Wo ist mein Solarmodul? Das sieht man gar nicht. Oder ich springe weg, bevor alle verhungert sind. Gucken, können wir da noch irgendwas erforschen? Am Mars gibt es ja nur noch. Was gibt es denn da noch? Ressourcen zum Sammeln. Warum sammeln wir die nicht? Nahrungsmittel werde ich hier wohl nirgendwo finden. Tja,
Ja, ich dachte, ich würde hier durchgehen mit Lebensmitteln versorgt. Das war aber nichts. Ich habe wahrscheinlich einfach zu viel Zeit verloren. Ich habe einfach zu viel Zeit verloren und bald keine Leute mehr. Ich hätte ja auch nichts Passendes erforschen können. Für Demo gesperrt. Das heißt, wir kommen gar nicht dahin, wo wir Lebensmittel selber herstellen könnten. Na gut, also entweder es klappt jetzt oder es klappt nicht. Gefahr. Ein sehr hohes Unfallrisiko. Nicht genügend Arbeitskräfte, es sterben immer weiter Leute. Also hier wollte ich noch mal reingucken. Energie ist klar. Ressourcen. Es ist einfach nichts mehr da. Ach, was ist hier? Was Berichte über die Optimierungsprotokolle an Bord der Tikun eingegangen, die deuten darauf hin, dass die Besatzung der Tikun überlastet ist. Und obwohl die Dolos-Arbeitsverträge ein hohes Maß an Flexibilität vorsehen, greift dies die Moral an. Es wäre pragmatisch, zusätzliche Besatzungsmitglieder einzusetzen und die Anzahl der gleichzeitigen Alpha zu reduzieren. Mehr Personal anfordern. Gut, ich fordere mal mehr Personal an. Vielleicht ersetzt das ja die Verstorbenen irgendwie. Neue Arbeitskräfte haben die Station erreicht. Das habe ich aber auch nirgendwo groß prominent angezeigt bekommen. Das habe ich jetzt gerade auch zufällig nur gesehen. Vielleicht rettet uns das das Bobo. So, warum 0%? Weil ich habe keine Arbeitskräfte hier draußen bauen können. Ach Mensch. Kann ich dem irgendwie eine Top-Priorität geben oder so? Sieht nicht so aus. Das war gut, wenn mal einer. Okay, dann schalten wir das mal wieder ein. Ja auch. Ach, hier war nichts mehr drin. Ah, warte mal, das ist ja auch Lebensmittel. Das ist ja auch durch das eine war noch aktiviert. Jetzt hat es kein Material rausgeliefert. Warum? Weil das andere Lager nicht aktiviert war. Gut, wurscht jetzt. Hauptsache der Antrieb wird fertig. Wenigstens ist der Sektor noch stabil. Der Außenrumpf ist stabil. So. Neuer Anruf. Administrator, the different phases of preparation, calibration and verification were successfully completed. You must now start the whole bonding procedure. Dolos protocols now deem you competent to gather resources, knowledge and test colonization routines. Once you reach Proxima Centauri, before you do so, Vanir Dolos, Marduk Council Founder and Dolos CEO, wants to talk to you.
Oh nee, der CEO persönlich. Da bin ich mal gespannt, bevor ich losfliegen darf. Ohne Nahrungsmittel. Hello, Administrator. I'm glad to see that you have managed to complete your assignments in preparation for this unique moment in history. You must understand that this is not simply another chapter in humanity's story. The book of our life on Earth is over, and we stand now at its epilogue. It saddens me to think that there are many who have yet to comprehend the reality of our situation. Ich hatte es am Ende und ich muss es retten. We've endured endless cycles of war, crisis, and famine. Still, the worst is yet to come. There are others like Dolos who have prepared for this outcome, but most of our kind remain sheltered from the horror of the predicament we find ourselves in. This pale ghost of civilization will wither and die, and with it, the tenets and values of the past. As we prepare to leave this system for the first time, perhaps we must decide which fragments we will pick up and take forward with us. Through Dolos, I am offering mankind an alternative means of survival. The Tycoon is a tablet upon which we will carve our new history. Do you recognize why I have done all of this? Having foreseen our fate, I became fixated on altering it. I set about fashioning the ropes and tying the knots that would bind together this magnificent ship. It is true that our time in this world is brief, but at least I can rest assured knowing that my legacy will endure for eons. Farewell, Administrator. For the few who stand in the light, and the many who dwell in the dark, you carry the fate of us all. Eine schöne Rede, die viele das Leben gekostet hat. So. Sonnensystem verlassen, Tickwind in Mondumlaufbahn bringen. EKP-Tutorial. Raumfahrt, elektrokinetische Propulsoren. Als EKP ermöglichen die Bewegung der Tickung zwischen stellaren Objekten und diversen interessanten Punkten innerhalb eines Planetensystems. Um die EKP-Triebwerke zu nutzen, muss die gesamte Energieversorgung der Stadt umgeleitet werden. Somit übernehmen deine Batterien während der Reise die Stromversorgung der Sektoren. Kommt es während der EKP-Bewegung zu einem Stromausfall, wird dieser bei der Angriffsfunktion automatisch behoben. Rumpfabnutzung, na gut, das ist nochmal ein anderes Thema. So, also in die Mondumlaufbahn soll ich fliegen. Dann mal los. Gefährt ist scheinbar nicht ganz so schnell. Sind wir schon da? Wir sind schon da. Der Mond. Abbremsen. Auch nett gemacht, dass man das so alles sehen kann in der Außenansicht. Okay, wir sind jetzt in der Mondumlaufbahn, oder? Initiiere einen Wohlsprung über die Schaltfläche auf der Karte des Planetensystems. Gut, gucken wir gleich mal. Systemsprünge. Um den Antrieb zu nutzen, muss für eine gewisse Zeit aufgeladen werden, während die Seismen für die gesamte Energieversorgung zum Antrieb umgeleitet. Deine Batterien werden aktiviert. Ich wusste gar nicht, dass ich schon irgendwo Batterien habe. Na gut, hilft alles nichts. Alter, wir müssen erst nochmal telefonieren. Bitte nicht so lange, mehr sterben die Leute weg. Administrator. Because of your continued successful management of the Tycoon,
Dolos have authorized the dispatch of new crew members and food supplies. Please ensure that they have suitable accommodation once you reach Proxima Centauri. Oh, ich bekomme Lebensmittel und neue Besatzungsmitglieder. Wirklich? Wirklich? Kommt da wer? Kriege ich das noch irgendwie mit? Ah. Das Wichtigste sind die Lebensmittel. Die auch hier gleich umgeladen werden. Ich bin begeistert. Also Ressourcentransfer. Ich denke, den werden wir noch abwarten müssen, bevor wir hier starten. In neue Welten. Jetzt hört auf zu sterben. Wo lagern die das jetzt ein? Ach hier, es muss da rein und von da wieder hierher umgelagert werden. So, du fliegst wieder ab. Hundert Arbeitskräfte. Wie viel sind obdachlos? 20. Das können wir doch jetzt noch schnell erledigen. Also, noch zwei von denen. Jetzt haben wir noch Leute Hunger. Mal voran. Okay, ich denke, wir sollten dann noch springen. So, wo ist das Sprungsymbol? Typ und Außenansicht. Ah, hier, der Wohlantrieb. Nach Proxima Centauri, um ein paar Tests durchzuführen. Und dann wieder zurückkehren. Das ist zumindest der Plan. Okay, also los geht's. Charging full engine. So, wird aufgeladen. Sehe ich das auch irgendwo? Oder hätte ich da bleiben müssen? Nee, lädt. Ist gleich fertig. Full engine ready. Der Vorgang kann nicht unterbrochen werden. Oh wei, oh wei. Ja, drückt die Daumen. Los geht's. Auf zum Atom. Oder wohin auch immer. Earth, our home. She is unique. Held in its bosom are the ingredients of evolution,
Beyond raw survival, beyond the safety of comfort, we, humanity, pursue something greater. We have learnt, persevered, shaped our knowledge from that which is found in the furthest realms of science. However, humanity has brought destruction to the earth, polluted its blood, choked its breath. Today we are paying the price for this. We know the taste of a dying world. But the earth is not to be our grave. A mother does not wish to see her children disappear with her. She wishes to see instead courage in her children, to carry on. Dolos carries this courage. We have gone further than any nation, moved faster than any corporation, hand in hand with those who, like us, carry that courage. The Tycoon Station is both an epilogue of these endeavors and a prologue to humanity's next steps. Our Council of Scientists leads the vanguard. They know, as do we all, that the survival of humanity now depends on what we glimpse out there in the dark. That we are masters of our own destiny. That we must go as a species bound together, pushing further into the unknown. We set sail on this new sea because there is hope to be found, horizons to explore, and because our very existence depends on it. I give you the stars. I give you the Vol Engine. Irgendwas scheint schiefgegangen zu sein, auf jeden Fall. In irgendeiner Art und Weise. Ja, der Sprung ist abgeschlossen. Glückwunsch, Administrator, zum ersten erfolgreichen Test des Wohlantriebs. Die Moral der Tycoon-Besatzung ist hoch, während sie sich auf die nächste Etappe ihrer Reise vorbereitet. Ja, ein furioser Einstieg, ein furioser Epilog. Thematisch ja genau mein Ding von den Spielemechaniken her. Auch mein Ding. Es sind auch so ein paar Stolpersteine drin. Aber insgesamt hat mir Ixion bisher sehr gut gefallen. Und ich bin gespannt und harre der Dinge, die da kommen mögen. Wie immer kann das hier noch kein endgültiger Eindruck sein, wenn man eine Demo oder einen Prolog spielt. Aber oftmals bestätigt sich ja so ein guter Eindruck. Es hängt jetzt noch ein bisschen davon ab, was kommt da noch. Was kommt noch an Spielmechaniken, Missionen und was wird das Ganze am Ende kosten? Ich gehe auf jeden Fall hier erstmal mit einem guten Gefühl aus diesem Angespiel heraus und bedanke mich bei euch recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.